kann ich Super Mario Bros. Wonder mit dem Münzmagnetabzeichen durchspielen, ohne eine lila Münze einzusammeln? Mit dem Münzmagnetabzeichen fliegen alle Münzen zu Mario hin, aber ich möchte trotzdem keine einzige lila Münze sammeln. Das hört sich schwierig an, nun, das ist es auch. Vielleicht ist diese Challenge sogar unmöglich. Finden wir es heraus. So, wir haben das Münzmagnetabzeichen und das heißt eben, dass Münzen zu uns hergezogen werden. Hier zum Beispiel. Wartet. Die gelben. Und lila Münzen werden auch hergezogen, aber die darf ich eben nicht einsammeln. Ich muss also immer möglichst weit von denen wegbleiben. Okay, und da, ich wollte es eigentlich nur ausprobieren. Da war ich jetzt schon zu nah dran, seht ihr? Also ich war ziemlich weit weg für meinen Geschmack, aber das ist schon zu nah und dann sammelt man die schon ein. Also Instant Neustart, yay. Guter Start. Oh, jetzt habe ich auch eine Münze. Ach stimmt, ah, da muss ich ja, oh Mann, da muss ich ja auch drauf aufpassen. Wenn ich schon ein Power-Up im Inventar habe und ich sammle ein neues Power-Up, dann kriege ich eine lila Münze dafür. Das heißt, ich darf auch eigentlich keine Power-Ups einsammeln oder wenige nur. Das läuft ja gut. Und das im ersten Level. So, wir sammeln mal die erste Wunderblume. Denn noch eine weitere Sache, die ich auch beachten will. Auch die kleinen Zehntelmünzen hier, die will ich auch nicht sammeln. Obwohl die ja am Ende sowieso immer abgerundet werden. Also wenn ich nicht mehr als 10 von denen sammle, dann ist es eigentlich safe. Aber ich will auch von diesen kleinen Splittern hier keine einzige sammeln. Also der Counter muss wirklich immer auf exakt 0 bleiben. Auch nicht auf 0,1 oder so. Immer auf exakt 0. Und da habe ich jetzt schon ein Problem. Aber ich kann die mal, genau, ich lasse die mal nach vorne, die Röhre. Weil ich glaube, wenn ich hier unten durchgehe, bin ich weit genug weg. Und dann werden sie nicht hergezogen. Aber also auch diese Splitter werden hergezogen zu mir, wenn ich zu nah dran bin. Auch bei denen muss ich aufpassen, dass ich möglichst weit weg von denen bin. Aber ich hätte halt gern den Wundersamen, den extra Wundersamen. Weil wir ja immer einige brauchen, um die Level abzuschließen. Ah, stimmt. Ja, an denen komme ich, glaube ich, hier nicht. Okay. Dann halt nicht. Auch nicht. Okay. Aber immerhin Level 1 abgeschlossen. Yay. In dem Fass waren lila Münzensplitter. Na, und es wird ja jetzt abgerundet. Also eigentlich habe ich 0, aber ich will auch die kleinen Splitter nicht sammeln. Deswegen Neustart. Fängt wirklich schon schwierig an, ja. Gleich in den ersten drei Leveln ist die Challenge nicht so einfach für mich. Ich fand Mario Wonder sehr einfach. Ich finde das einen perfekten Schwierigkeitsgrad. Also ich finde es auch nicht mega schwer, das Spiel. Aber es wird, also gegen Ende hin gibt es schon ein paar schwierige Level. Oder auch zwischendurch. Die mit 5 Sternen sind schon, oder aus der Bonuswelt oder so, sind alle nicht so einfach, finde ich. Stimmt, hier droppen immer lila Münzen auf die Gegner drauf, ne? Und hier durchzukommen, ohne dir dann Münzen einzusammeln? Nee, ich glaube, das ist unmöglich. Oh nein. Alter, wie habe ich das geschafft? Wie habe ich das geschafft, da keine lila Münze einzusammeln? Ich war mega nah dran an manchen. Puh. Okay, das war sehr knapp, aber auch sehr gut. Uiuiui. Das machen wir auch noch. Das ist sogar gar nicht so einfach, glaube ich, das Level, übrigens. So, hier kommen nämlich lila Münzen vor. Okay, aber in einem großen Abstand. Okay, das ist kein Problem. Easy. Ich müsste entweder noch hier den Wundersamen mir holen oder hier. Ich meine, hier ist es unmöglich. Komplett unmöglich. Weil der ja umgeben war von den Splittern, aber hier ist es auch unmöglich. Ja, vielleicht ist die Challenge, wenn man sie legit spielen würde, wenn es so wäre, dass man einen neuen Spielstand starten könnte mit dem Münzmagnetabzeichen und man macht diese Challenge hier, dann ist es vielleicht unmöglich. Okay, ja, ich meine, das ist ja trotzdem in Ordnung. Dann müssen wir halt glitschen. So, jetzt kommt der schwierige Teil. Nice, first try. Let's go, first try. Nice, sehr schön, sehr schön. So, Welt 1 abgeschlossen, yay. Gedichtmeister. Okay, das ist ein Problem. Ich habe mich sogar geduckt. Ich lasse mal treffen, damit ich, weil als Elefant ist man ja ein bisschen fetter als normalerweise. Und, ah, es geht. Aber an der zweiten komme ich nicht vorbei. Weil das ist auf jeden Fall zu nah, wenn ich jetzt hier nach oben gehe an der Röhre. Ja. Ich müsste, wenn dann, hier links dran vorbei geht das. So, jetzt links dran vorbei.
geht. Puh. Boah, ich habe schon Angst gehabt. Okay, mal gucken. Okay, geh rechts rum. Was? Ich war sogar außerhalb des Bildschirms und die eine kam schon zu mir angeflogen. So, jetzt haben wir. Wir haben jetzt bisher 1, 2, 3, 4 Wundersamen gesammelt und man braucht 5, um Welt 2 zu betreten. Und ich glaube, man kann nicht an mir rankommen. Ja, ich glaube, Welt 2 wird auch knallhart geskippt. So, Glitch gemacht auf jeden Fall. Yay. So, Welt 3 müssen wir ja dann eh ausskippen. Ich mach mal der Vollständigkeit halber den Skip gleich mal, ne? So, okay. Also, Glitch geschafft. Ach, stimmt. Ah, das ist natürlich ganz geil. Die Gegner fressen ja die Münzen für mich weg. Ich kann das also ausnutzen. Wenn viele von den lila Münzen im Weg sind, dann lasse ich die Gegner die einfach wegfuttern. Und dann ist alles gut. Ja, okay. Dann habe ich hier vielleicht doch so irgendwie Chancen. Das war sehr knapp. Ja, komm, das könnte doch gehen, oder? Komm, bitte, bitte. Okay, das ist machbar. Ja, es ist machbar! Wahoo! Oh mein Gott! Ein extra Wundersamen, Hype! Okay. Also, wenn hier irgendwo eine lila Münze im Weg ist, dann habe ich keine Chance, der auszuweichen. Aber ich glaube, es dürfte auch passen. So, und... Alright! Hat funktioniert! Sehr gut. Sehr, sehr wichtig vor allem auch. Ich könnte sogar Welt 5 zur ersten machen eigentlich, ne? Ich kann es mir jetzt ja aussuchen, wo ich hingehe. Weil ich glaube, Welt 5 ist halt die interessante. Und die, wo es eventuell wirklich schief geht. Welt 5 muss man ja auch spielen. Und deswegen, wir machen mal sogar gleich Welt 5 am Anfang. Weil das ist die, wo ich am wenigsten zuversichtlich bin. Ja, hier kommen sogar wenig lila Münzen vor. Viele gelbe Münzen, aber wenig lila Münzen. Weg da. Okay, das sieht problematisch aus. Ja. Warum muss es denn eine so scheiß Blumenmünze geben, die von lila Münzen einfach umgeben ist? Was ist das denn? Die anderen sind voll easy. Und guck ich mal das hier an, was ist denn das? Wie viele Aufsteller besitzt du? Das weiß ich doch nicht. Warum kommen immer so scheiß Fragen? 12. Richtig, easy. Genau, da in der Mitte kommen lila Coins, aber denen kann ich leicht ausweichen. Okay. 3 Sterne, schätze ich. Nein! Ich hab die doch gar nicht. Ich war doch weit genug weg. Ach komm! Okay, sehr gut. Wahoo! Alter Mario, warum sagt der eigentlich nie Wonderful? Hat er, glaube ich, nur einmal heute gesagt, oder? Die Sau. Wir sammeln eh schon so wenige Wundersamen nur ein. Und dann sagt er nicht mal Wonderful. Und ich habe schon 0,5 Lila Münzen eingesammelt. Ja, danke. Ach Mann, wo kamen die eigentlich her? Die habe ich nicht mal gesehen. Scheiße. Oh, okay, und da muss ich aber so schnell wie es geht hoch. Boah, ist das ekelhaft, Alter. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Wir haben es gleich. Oh nein, oh nein. Nein, komm, geh hin. Wonderful! Yeah! Da war's doch! Das war auch sehr passendes Wonderful, weil das war sehr schwierig. Also ich glaube, ich werde jetzt mal den Glitch machen, weil damit komme ich ja zur dritten Expedition und ich habe dann schon mal die Möglichkeit, mich dahin zu teleportieren. Okay, gut. Und dann komme ich über die Fahnenstange drüber. Aber ich glaube eigentlich, dass ich dann bei dem Sprung die lila Münzen einsammle, oder? Ja. Keine Chance. Also man kann rüberkommen, ohne an die Decke gehen zu müssen. Aber da nicht die lila Münzen einzusammeln, geht nicht. Das ist unmöglich. Ja, sad. Ich glaube, manchmal muss man einfach mal in den sauren Apfel beißen und sich eingestehen, dass eine Challenge nicht geht.
Auch wenn wir leider aufgeben mussten, hoffe ich trotzdem, dass euch diese interessante Challenge gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen hoch geben und meinen Kanal abonnieren oder mir auf Twitch folgen, um bei solchen Challenges live dabei zu sein. Und hier habe ich noch andere Challenges zu Mario Bros. Wonder für euch. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.